Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich habe zwei Hängesessel. Ich habe, glaube ich, auch schon in einem meiner Podcasts schon mal drüber gesprochen. Einer ist draußen im Garten und hängt unter meinem Trompetenbaum. Und wenn ich hochschaue, sehe ich jetzt gerade den Halbmond und höre Geräusche. Und die hört ihr wahrscheinlich jetzt mit, weil ich es draußen aufnehme. Und wollte gerne mal drüber sprechen, wie Entspanntheit sich denn auch anfühlen kann und wie schnell wir eigentlich in unsere eigene Entspanntheit kommen können, wenn wir uns ja die Zeit dafür nehmen. Einer der wichtigsten Organe, die wir haben, ist unser Sinn, nicht Organe, ja, das Ohr, aber der Sinn dafür ist das Hören. Das ist ja auch ein Podcast, also man hört etwas, jemand spricht, in diesem Fall ich. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch einen Podcast hören, vielleicht beim Spazierengehen oder im Auto oder wenn sie abspülen oder sonst noch irgendwas nebenher tun. Wenn wir allerdings uns auf etwas konzentrieren wollen, und ich rede jetzt nicht von meinem Podcast, sondern ich rede jetzt einfach von zum Beispiel Naturgeräuschen oder unserem eigenen Herzschlag, dann hilft es, wenn wir in der Lage sind, die Aufmerksamkeit komplett und einzig auf diese Geräusche zu richten. Also abends draußen zu meditieren, in meinem Hängesessel zu sitzen, hinter mir mein Zuhause, vor mir die Weite und die Berge und eine Hügellandschaft und ein paar Häuser und ein paar Lichter und weit weg ein paar Autos, die einen kleinen Berg runterfahren, die Vögel, der Wind, mein eigenes Atmen. Und mein Herzschlag. Es war für mich immer erstaunlich, dass meine Mutter zum Beispiel keine Kopfhörer ertragen hat, also oder Ohrstöpsel eigentlich eher, wenn die Nachbarn zum Beispiel zu laut waren, mit der Bemerkung, dass sie gesagt hat, dass es sie sehr, sehr stört, wenn sie ihren eigenen Herzschlag wahrnimmt oder das Pulsieren ihres Pulses und ihres Blutes wahrnimmt. Und ich fand das sehr faszinierend, weil das ist etwas, was mich zum Beispiel beglückt und ich sehr gerne höre und auch bei meinen Enkelkindern oder Kindern, überhaupt bei Menschen, es ist für mich schön, den Herzschlag zu hören. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr gerne trommel und überhaupt Rhythmus sehr gerne mag. Also die Idee, dass etwas uns unterstützt, auf diesem Planeten und in diesem Körper zu bleiben, das mit einem Rhythmus und mit einem Klang verbunden ist, finde ich schon sehr spannend. Unsere Welt ist ja sehr laut und sehr voll. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass es manchmal scheint, dass sie noch lauter wird, besonders in Städten. Und ich glaube auch ein bisschen, wie das Handy erfunden wurde, wo dann Leute einfach nur reingebrüllt haben. Und ich mir immer gedacht habe, naja, man hört sich halt nicht mehr gescheit und dann spricht man lauter, das Phänomen kennen wir ja. Und ich fand es eigentlich immer sehr angenehm, wenn Menschen aufpassen, ob sie zu laut sind. Es hat natürlich auch einen Nachteil, weil wir manchmal nicht laut sind, wenn wir laut sein müssten. Und das ist so ein Punkt, der immer wieder hochkommt. Wann ist es nützlich, etwas zu sagen? Und wann ist es nützlich, zu schweigen?
und zu lauschen. Ich glaube grundsätzlich, dass wir alle ein bisschen zu viel reden. Also wenn wir uns mehr auf das Sein konzentrieren wollen und nicht so sehr auf das gehört werden oder nicht gehört werden oder ja, die Besorgnis, überhört zu werden. Und wie bei allem, glaube ich, geht es auch hier um eine Balance. Es braucht die Balance des Hörens. Lauschen, hat Stanko immer gesagt, das fand ich immer so einen sehr viel schöneren, eine sehr viel schönere Wortwahl. Also des Lauschens. Das Wort Lauschen sagt auch nochmal so, gibt noch so ein Gefühl mit von Interesse und Neugier und Aufmerksamkeit, was Hören bei mir jetzt gar nicht so auslöst. Und wenn wir von Balance sprechen, gibt es eben Momente, wo wir im Idealfall lauschen, zuhören und dann eben im Idealfall auch was sagen und uns ausdrücken. Ich bin gerade dabei, sehr aufmerksam nochmal, ich weiß gar nicht zu wievielten Mal, aber zumindest immer mal wieder, das Chakrasystem zu studieren. Und mein liebster Seelenbruder L.D. Thompson hat gerade ein Buch darüber geschrieben. Es gibt es noch nicht, aber es gibt es bald. Es wird auch auf Deutsch rauskommen im Herbst. Und ich habe ihn seit vielen Jahren schon, weil das Manuskript so halb fertig irgendwie bei ihm lag, ihn immer wieder, ja, ich glaube, gedrängt ist das richtige Wort, es doch bitte fertig zu machen, weil ich es ein sehr wichtiges Werk empfinde. Und es ist ja so, falls ihr euch damit auskennt, wovon ich jetzt davon ausgehe, also wir haben ja Energiezentren in unserem Körper, die von unserem Sitz bis über unseren Körper schwingen. Und in einem Leben geht es darum, dass wir durch diese Energiezentren ja, uns durchleben, durchschwingen und was wir selbst tun müssen und was uns niemand abnehmen kann und uns durcharbeiten. Also ich finde das Wort arbeiten kein schlechtes Wort oder durchstudieren, wenn euch das lieber ist. Und viele von uns halten sich in diesem dritten Chakra Macht, vierter Chakra Herz und fünfte Chakra Paradies auf Erden, Hals auf, da dazwischen. Und man, die Idee ist, dass alle, auch die weiteren oberen, gleichmäßig schwingen. Und wenn wir an einem festhängen, dann erkennen wir das dadurch, dass das bestimmte Thema, was mit diesem Chakra verbunden ist, einfach immer wieder in unserem Leben auftaucht und uns nicht in Frieden lässt. Und selbst wenn wir uns in den höheren Chakren aufhalten, geht es doch darum, dass wir auch die tieferen Chakren verstehen, weil es so ein bisschen wie ein Akkord ist. Und wenn wir einen Akkord haben, dann gibt es eben tiefere und hellere Töne und die müssen miteinander schwingen, damit es einen Akkord gibt. Und so ist es auch mit uns. Also wenn unser erstes Chakra ignoriert wurde oder nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde, dann flattern wir da irgendwie oben rum, aber haben einfach keine Erdung mehr. Und wenn wir uns mit den oberen Chakren nicht beschäftigen, dann haben wir zwar Erdung, aber kommen nicht in eine Weite, die wir uns und eine Leichtigkeit auch, die wir uns da vielleicht wünschen. Und um jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen zum Lauschen.
diese Geräusche, die uns umgeben, und sei es, dass die Nachbarn laute Musik hören oder Liebe machen oder dass die Kinder Geräusche machen, etwas tun, weinen, wütend sind, lachen, dass der Hund nebenan bellt, dass die Tauben gurren am Balkon, der Wind ein Geräusch macht, ein fernes Gewitter, was ich hier jetzt höre, so einen leichten Donner weiter weg. Wenn wir in der Lage sind, und es hilft manchmal, die Augen zu schließen, um das zu tun, und wirklich aufmerksam beobachten und lauschen, was es denn überhaupt gibt. Das Gehirn braucht eine Beschäftigung, um sich zu entspannen. Und das ist die Beschäftigung vom Gehirn. Es wird dorthin gelenkt. Und das Gehirn, wie wir wissen, kann trainiert werden. Ist ein bisschen stur manchmal, aber es ist auch eben sehr, sehr lernfähig. Und wenn das Gehirn merkt, ah, das tut uns allgemein gut, dann macht das Gehirn auch mit. Und manchmal kann man dem Gehirn auch sagen, du hilfst mir gerade nicht, was du jetzt hier anstellst. Und das erschüttert das Gehirn immer sehr, weil das Gehirn eigentlich glaubt, es weiß ja alles und eigentlich glaubt, es ist die hauptsächlichste Informationsquelle. Und wenn das Gehirn begreift, dass es eben nicht nur eine Hälfte hat, sondern auch eine andere, nämlich eine intuitive, und diese intuitive Gehirnhälfte mit dem ganzen Körper und mit unserem energetischen Feld verbunden ist, wenn das dann verstanden wird, dann ist das logische Denken der Teil auch entspannter, weil er plötzlich sieht, er muss das alles nicht mehr alleine hinkriegen. Also manchmal muss man ein bisschen strenger mit dem eigenen Gehirn sein, also zumindest mit meinem war ich früher ab und zu strenger. Es ging halt einfach nicht anders. Man musste einfach was dazulernen und da muss man manchmal ein bisschen gezielter sein mit seiner Wahl und seiner Unterstützung und seinen Worten und seinem Fokus. Also was hört ihr durch mich? Also jetzt hier die Naturgeräusche. Und was hört ihr da, wo ihr seid? Das Geräusch von einem Kühlschrank zum Beispiel, der vor sich hin summt. Und dann ist die Aufgabe von uns, unser Gehirn davon zu überzeugen, dass es das nicht analysieren muss. Also das ist jetzt egal, wie viel Grillen wir jetzt hier hören oder welcher Vogel zwitschert oder warum der Kühlschrank so ein Geräusch macht, sondern es geht einfach nur um das Geräusch. Die Wahrnehmung von diesem Geräusch. Und gleichzeitig das Atmen nicht vergessen, weil wenn wir fokussiert und konzentriert sind, hören wir gelegentlich für eine Weile auf zu atmen. Und dann können wir dafür sorgen, dass wir vielleicht sogar ein leichtes Lächeln auf den Lippen haben. Das entspannt den ganzen Körper umso mehr. Und deshalb ist dieser Podcast auch ein bisschen kürzer als sonst. Ihr habt noch
Normalerweise sind meine Podcasts ja 20 Minuten so ungefähr. Ihr habt jetzt einfach noch 5 Minuten, wo ihr einfach da, wo ihr seid, euch aufs Hören konzentriert und schaut und fühlt und erspürt, was das mit euch macht. Enjoy life.